Heimat bedeutet für mich Emotionen. Dort, wo ich meine Leute habe, wo ich meine Liebe habe. Heimat ist auch der Ort, wo ich aufgewachsen bin, der mich geprägt hat. Die ländliche Gegend, die Bäume, die es hier hat, die Leute und die Tiere. Die Heimat, wie ich sie zeichne, so hätte ich es gerne. Mit einer lieblichen Zeichnung, wo kein Krieg und kein Unfrieden ist. Da fühle ich mich daheim. Beim Schere-Schneiden schweifen meine Gedanken viel weg. Da bin ich irgendwo in meinen Gedanken vertieft. Bei der Arbeit bin ich nur, wenn ich komplizierte Sachen machen muss, wo ich wirklich den Kopf dabei haben muss, wo ich genau schneiden muss oder kein Fehler passieren soll. Ich fange mit der Zeichnung an und dann, wenn mir die Skizze gefällt, muss ich sie noch etwas besser zeichnen. Und dann kleibe ich das Papier zusammen, dass es nicht rutscht, weil das Papier nimmt mich ja doppelt. Und dann schneide ich es nachher aus. Und wenn der Schere nicht fertig ist, tue ich ihn auf Passepartout-Karton punktuell aufleimen, schneide ein Passepartout, das mache ich auch selber, und tue es nachher in einen Holzrahmen. Und dann ist das Bild fertig. Für eine solche Schere-Schnitt habe ich von 2 Stunden, 3 Stunden von einem kleinen bis zu über 100 Stunden bei einem grossen Schere-Schnitt. Meine absolute Spezialität sind die Bäume. Ich glaube, es gibt niemanden, der solche Bäume macht wie ich, die man wirklich kennt, wo man sieht, das ist ein Linge, das ist ein Eiche oder ein Birnbaum. Bäume sind für mich lebendig. Mit viel Kraft. Und wenn ich springe mit meiner Frau auf den Berg, ist dort ein wunderbarer Ahornbaum, der mir gerne begegnet. Und das war mein erster grosser Baum, den ich geschnitten habe. Vor 27 Jahren habe ich angefangen mit einem einfachen Dandli. Und heute bin ich so weit, dass ich den PC-12 für Pilatus gestalten durfte, der jetzt für ganz Europa umgechattet. Die Jungen haben extrem Interesse bekommen am alten Handwerk. Und ich glaube, das ist etwas, was sie nicht mitbekommen haben in der Schule oder in den ersten Jahren. Wegen unserer Hektik, die wir haben, wegen dem Geschäftsleben, das wir haben. Es brauchen alle irgendwo so ein Heimat. So ein etwas, was sie wieder auf den Boden zurücknimmt. Und sie staunen, dass man noch ein solches Handwerk machen kann. Ihr habt einfach so liebliche Bilder. Die tun einem wow. Das ist ein Satz, der wirklich an jeder Messe und an jeder Ausstellung kommt. Und das gibt mir eigentlich auch, ja, das gibt mir, wie sagt man dem, das gibt mir die Freude, für weiterzufahren.